Was ist das? Prozessoren. Jeder enthält Tausende von Geth. Nehmen Sie uns wahr? Sie nehmen uns nicht mehr wahr, als Sie die Zellen in Ihrem Blut. Also eher nicht. Der ist anders als die Verteiler, die wir bisher hier gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment, wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Geth anstreben würden. Warum sollten sie sie dann nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Geth schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg. Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Offenbar jetzt nicht mehr, ne? Das wird wohl der Einfluss der Reaper sein. Es hätte nicht ewig so weitergehen können. Es gab Uneinigkeit darüber, welchen Weg ihre Spezies einschlagen sollte. Die Geschichte der Menschen ist voller Blut, das wegen unterschiedlicher Ansichten über Herrschaft und das Jenseits vergossen wurde. Bei den Geth ist das nicht so. Wir hatten in derlei Fragen einen Konsens. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Du hast nichts falsch gemacht. Das ist ein ganz normaler Effekt von Isolation, von Separation. Das ist auch in der Entwicklungsgeschichte aller möglichen Tiere aufgetreten. Das war ja das, was Darwin damals auf den Galapagos-Inseln mit den, was sind das, Sperlinge, glaube ich, ne, festgestellt hatte. Dass schon auf kleinstem Raum durch Isolation Mutationen entstehen können, die die Arten verändern und verschieden machen. Und im Prinzip ist diese veränderte Denkweise bei den Maschinen nichts anderes, ne? Also es sind halt intelligente Wesen, die sich weiterentwickeln, und wenn die dann in verschiedenen Gegenden bzw. unter verschiedenen Umständen sich weiterentwickeln, dann geht es halt in verschiedene Richtungen. Das ist eben so. Die waren halt separiert voneinander. Wenn Individuen getrennt werden, machen sie unterschiedliche Entwicklungen durch. Treffen sie sich dann wieder, kommen sie nicht immer miteinander aus. Wenn das die von ihnen so geschätzte Individualität ist, stellen wir ihre Urteilsfähigkeit in Frage. Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Tja, dabei verstehen die Geth aber nicht, dass organische Wesen eben Individuen sind, schon automatisch. Und deshalb auch nicht so eine, diese Reichheit an Informationen für einen Einzelnen herrscht und deswegen auch der Bedarf besteht, mit anderen zu kommunizieren, schon allein um andere Eindrücke aufzunehmen in sich. Natürlich noch aus ganz anderen sozialen Gründen, das auch. Haben Sie eine Entscheidung getroffen, ob Sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Einige Prozesse sind für Zerstören, andere für Umschreiben. Gehen wir weiter. Ja. Und hier sind mir die Geth auch ziemlich sympathisch, weil Legion es ja sagt, diese Geschichte der Menschen, die ist halt von Blut gezeichnet, und genau das kann ich halt auch nicht verstehen. Wieso zur Hölle man bei unterschiedlichen Ansichten denn sich bekriegen muss, um den anderen von seiner eigenen Ansicht zu überzeugen? Was soll denn das? Übernehmen Gefecht. Man soll den Leuten doch einfach ihre andere Ansicht lassen. Wenn die einem nichts tun, warum sollte man dann denen was tun? Ich meine, jeder hatte das Recht, Kapazitätsauslastung. Was? Abbruch. Achso, Verzeihung, hast du zu viele Geschütze. Ich meine, jeder hat doch das Recht, sich seine eigene Meinung bilden zu können. Ich verstehe halt nicht, warum man dann immer, wenn man selbst eine Ansicht von etwas hat, den anderen davon überzeugen muss, dass die eigene Ansicht richtig ist. Ist das irgendwie so ein Ding? Ist das jetzt immer noch nicht offen? Achso, Verzeihung. Ist das das? Ja. Wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist das irgendwie so ein Ding eines übersteigerten Bedürfnisses an Selbstbestätigung, dass man so unsicher ist, dass man sich selbst damit bestätigen muss, andere von seiner Meinung überzeugen zu können? Oder was genau ist das eigentlich? Dass man dann immer so aggressiv
missionieren und andere davon überzeugen muss, dass man selbst die richtigen Ansichten hat. Ich meine, es gibt kein richtig oder falsch ganz oft. Manchmal gibt es einfach nur verschiedene Standpunkte. Ist auch in der Politik übrigens so. Also die meisten Politiker sind sehr intelligente Menschen und ich würde niemanden, der im Bundestag zum Beispiel drin sitzt, attestieren, dass er ein vollkommener Idiot ist. Die werden schon, also es ist wirklich, es ist eine Leistung, da hinzukommen überhaupt erstmal, muss ich mal ganz offen gestehen. Und ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, schon auf Kommunalebene trifft man auf sehr, sehr intelligente Menschen, auch in Randparteien, die nicht in irgendwelchen Ämtern sitzen, keine Mandate haben. Und dementsprechend, also ich habe auch schon mit, nicht mit Bundestagsmitgliedern, aber mit sächsischen Landtagsmitgliedern gesprochen und die jetzt nicht mehr im Landtag sind, zugegebenermaßen, aber mal waren. Und ich kann attestieren, die sind alle sehr intelligent, die Menschen. Und letztendlich sind diese Ausprägungen dann diese verschiedenen oder diese Meinungsverschiedenheiten immer bloß Ausprägungen verschiedener Gewichtungen. Also alle sind sich aller Tatsachen bewusst, die es da auf politischer Ebene gibt. Aber sie gewichten das halt anders. Die einen sehen das als wichtiger an, die anderen sehen das als wichtiger an. Dann kommt natürlich noch der Punkt rein, dass manche ihren eigenen Vorteil irgendwie draus ziehen wollen und dann mit der Wirtschaft kooperieren, wo sie nicht sollten und sowas. Aber das ist wieder ein anderer Punkt. Zumindest würde ich sagen, die sind nicht dumm. Aber da ist es halt auch so eine Sache, sind halt verschiedene Ansichten, aber es gibt kein Schwarz und Weiß, kein Richtig und Falsch, sondern es gibt immer verschiedene Meinungen, die beide durchaus richtig sein können oder alle durchaus richtig sein können. Sie können die Geschütze genauso übernehmen wie die anderen vorhin. Wir können damit unsere Stellung verteidigen. Korrekt. Außer den Geschützen um uns herum gibt es noch weitere auf den Mainframes unter uns. Sagen Sie uns, welche aktiviert werden sollen, dann werden wir sie programmieren. Es hält nur ein paar Sekunden vor und wir können immer nur zwei Geschütze gleichzeitig übernehmen. Das habe ich schon gemerkt. Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung, Download von Help führen Sudo-Command aus. Verzeihung, jetzt habe ich dich schon wieder abgewürgt. Ich bin aber auch ein Frechdachsmensch. Achtung, Download von Heretic übernehmen wir Ziel. So, los kann's gehen. Wo haben wir denn hier mal jemanden? Ich sehe sie gar nicht, es sind so viele Geschütze. Ah. Kann ich denn hier nicht in Deckung gehen, Mensch? Doch, jetzt. So, einmal so. Wo sind sie denn? Ah. Bleib mal hier. Bleib mal hier, kleiner Gap. So. Wir wollen ja mal nicht rummoppeln hier. So, haben wir noch einen oder wie sieht's denn aus gerade? Hier ist irgendwie nicht viel los gerade. Download von Heretic One Times auf mobile Plattform. Mhm. Ein Gefechtstor. So, da hauen wir auch mal ein bisschen einfach rein hier. Oh, ich sollte vielleicht in Deckung gehen, wenn Raketenschützen kommen. Das könnte helfen. Ich geb's zu. So, bislang ist es aber noch ziemlich gechillt hier, erstaunlicherweise. Oh, ach, er lebt noch. Verrückt. Ist er jetzt tot oder wie sieht's aus? Ich glaube schon. Achtung, Download von Heretic One Times auf mobile Plattform. Ja, es ist lang. Sehr fordernd. Unglaublich. So, du sollst mal einen Warp abkriegen. Okay. Sieht doch gut aus. Jetzt kommen auch langsam ein bisschen größere Wellen mal. Ups. Verzeihung. Okay, ich glaube, für den sollte es dann gewesen sein. Wer hat den denn hier hochgelassen? Kriegt er das nicht alleine hin, oder wie? Lass mal hier... Mach mal den Warp, bitte. Dankeschön. Mir geht's irgendwie nicht so gut, habe ich das Gefühl. Wie konnte das geschehen? So, wenn ihr die Flanke dann mal schützen könntet beim nächsten Mal, das wäre schön. Status Legion, wie lange noch? Wie viel hast du schon hier gedownloadet?
abgeloadet. Ich weiß gar nicht, was der gerade macht, ehrlich gesagt. Er greift halt irgendwie zu, aber was genau er gerade tut, da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht hat er momentan noch einfach nur damit zu tun, den Zugriff herzustellen. Und irgendwelche Firewalls zu rufen. Kann auch sein. Oh, das war ein bisschen übertrieben. War ein Warp. Ihr seht das ja gar nicht, wenn ich hier angreife, ihr seht ja gar nicht, was für eine Angriff ich eigentlich benutze, weil die Warps und das Werfen, das sieht ja alles gleich aus erstmal. Ab und zu muss ich es deswegen mal mit sagen. Oh, sind wir soweit. Datensynchron und Analyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Ich finde es interessant, dass du mich dafür fragst. Haben Sie kein Problem damit, Ihre eigenen Leute zu beseitigen? Jedes intelligente Lebewesen hat das Recht auf seine eigenen Entscheidungen. Die Heretics haben einen Weg gewählt, der Koexistenz ausschließt. Gut, ist auch eine Ansicht. Was hält Sie davon ab, das Virus später erneut einzusetzen, um die Veränderung rückgängig zu machen? Wir werden das Virus nach Benutzung löschen. Wir halten es für zu gefährlich, um seine weitere Existenz zuzulassen. Warum lassen Sie mich diese Entscheidung treffen? Es sind Ihre Leute. Wir sind uneinig. Unsere hochrangigen Runtimes finden keinen Konsens. 573 sind für Umschreiben, 571 für Zerstörung. Shepard Commander, Sie haben gegen die Heretics gekämpft. Sie haben den Überblick, der uns fehlt. Die Geth legen ihr Schicksal in ihre Hand. Verrückt. Aber ich würde sagen, dann lassen wir doch die Demokratie entscheiden, ne? 573 zu 571 ist eine absolute Mehrheit. Ihr könnt meine Stimme noch zum Umschreiben zählen, denn das ist mir weitaus sympathischer, als sie auszuschalten, sie zu töten letztendlich. Ist zwar, wie gesagt, Gehirnwäsche, aber eigentlich machen wir nur rückgängig, was die Reaper bei denen angerichtet haben, so wie ich das verstanden habe, ne? Wenn sie umgeschrieben werden, werden ihre Leute sie dann wieder aufnehmen? Werden sie überhaupt zurückkehren wollen? Sie werden unserer Beurteilung zustimmen und zurückkehren. Wir werden ihre Erfahrungen integrieren und das wird uns alle stärker machen. Nehmen Sie sie. Setzen Sie das Virus frei, sobald wir den Kern kontrollieren. Verstanden. Setze Virus frei. Achtung! Fernzugriff mittels Hochgeschwindigkeitsübertragung erforderlich. Was bedeutet das? Das Virus wird an Heretics in benachbarten Sternensystemen geschickt. Diese Station wird einen sehr starken elektromagnetischen Impuls über die ULG-Kanäle senden. Wie stark? Leistung wird 1,21 Petawatt überschreiten. Ups. Achtung! Die elektromagnetische Strahlung ist für organische Lebensformen ohne Schild lebensgefährlich. Zusatzbemerkung. Das Innere dieser Station verfügt nicht über einen Schild. Es wäre hilfreich gewesen, das früher zu erfahren, Legion. Danke für den tollen Hinweis, Legion. Das ist super. Petawatt ist schon... Mensch! Peter ist... Oh Gott, lasst mich lügen. Ich glaube, Peter ist die Vorsilbe für eine Billion. Ich glaube, Peter ist die nächste Stufe nach Terra. Terra? Nicht Terra, doch Terra, klar. Ich glaube, Peter ist dann die nächste. Warte mal, wie war denn das? Ne, da ist es sogar eine Billiarde. Denn eine Billion müsste ja Terra sein eigentlich, würde ich denken, bei den Vorsilben. Ne? Giga ist eine Milliarde. Genau, Mega ist die Million. Giga ist die Milliarde. Terra ist dann die Billion, also muss dann Petawatt eine Billiarde Watt sein. Das ist durchaus ungemütlich. Eine Billiarde Watt in elektromagnetischer Strahlung? Nein, das muss ich nicht abkriegen. Dankeschön. Geht schon ohne. So, Mr. Commander. Kann mal jemand hier bitte gerade was gegen ihn machen, damit ich hier vorne mal in Deckung gehen kann? So, packen wir mal den dicken Oschi aus, wa? Wo ist das? Ah, funktioniert. Und weiter. Ich glaube, wir sollten einen Schritt zulegen. Haben wir noch irgendwas? Nee. Na dann schnell raus hier. Wunderbar, das Umschreiben der Geth Heretics wird die Hauptfraktion der Geth deutlich mächtiger machen.
Angesichts des Auftauchens der Reaper könnten sie mögliche Verbündete werden, obgleich eine längerfristige Zusammenarbeit eher unwahrscheinlich erscheint. Na, sag das mal nicht zu laut und nicht zu voreilig. Unabhängig davon haben die von der GEF-Station beschafften Daten wertvolle Einsichten in die sozialen und technologischen Prozesse bei KIs geliefert. Legion müsste nach Shepards Hilfe bei den Gef-Heretics der Mission loyal gegenüberstehen. Ich glaube, das hat er vorher schon. Also ich glaube, bei einem Gef von Loyalität zu sprechen ist schwierig, weil schweres Wort, wenn man einen Knoten gerade in der Zunge hat, weil weil Loyalität, so mal ein bisschen langsam gesprochen, meiner Meinung nach... Commander Tali ist gerade zum Plaudern zu Legion gegangen. Oh, sympathisch. Sie sollten sich besser runter zum VI-Kern bemühen. Schon unterwegs, Joker. Weil Loyalität irgendwo Gefühle voraussetzt. Shepard, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe Legion beim Scannen meines Universalwerkzeugs erwischt. Er wollte Daten über die Flottille an die Geth schicken. Die Schöpfer haben Waffentests durchgeführt und Pläne für einen Angriff auf uns geschmiedet. Wir hielten es für notwendig, unser Volk zu warnen. Wir haben die Geth bereits stärker gemacht, indem wir die Anbeter der Reaper umgeschrieben haben. Ich lasse nicht zu, dass Legion die Flotte gefährdet, indem er ihnen noch mehr Informationen gibt. Schöpfer Talisora handelt aus Loyalität gegenüber ihrem Volk. Sie hätte das Exil auf sich genommen, um es zu schützen. Auch wir müssen unser Volk vor der Bedrohung durch die Schöpfer schützen. Sie dürfen das nicht zulassen, Shepard. Ich habe Ihnen vertraut und mit einem Geth im Team zusammengearbeitet. Aber das geht einfach zu weit. Ich würde auch sagen, Sie haben beide recht und beide handeln aus, schon wieder das blöde Wort, Loyalität gegenüber ihrem Volk, ne? Also Tali, das haben wir ja schon gemerkt damals bei unserer Loyalitätsmission für sie, dass da gewisse Prozesse auch dahinter stehen. Und bei Legion ist auch klar, für ihn sind halt sowas wie Besitztum eines Universalwerkzeugs, das zählt für mechanische Wesen, glaube ich, nicht ganz so für synthetische. Also ist klar, wenn er die Möglichkeit hat, da mal drauf zuzugreifen, dann wird er es natürlich auch machen, um sein Volk zu schützen. Tali, Ihr Vater hat brutale Experimente durchgeführt. Wäre es dabei um Menschen gegangen, würde ich mit Sicherheit die Allianz darüber informieren. Ich weiß, aber wenn die Geth herausfinden... Sie würden angreifen. Was zu einem Krieg führen würde, der sowohl Geth als auch Quarianer verwundbar machen würde, falls dann die Reaper auftauchen. Wollen Sie das, Legion? Wir hielten es für notwendig, die Information weiterzugeben. Früher oder später werden Sie beide mit diesem Krieg aufhören müssen. Sonst müssen wir noch alle dafür bezahlen. Oh ja. Um den Zusammenhalt der Gruppe zu gewährleisten, werden wir keine Daten über die Pläne der Schöpfer übermitteln. Danke, Legion. Ich verstehe Ihren Ansatz. Wie wär's, wenn ich Ihnen ein paar nicht geheime Daten zum Senden zur Verfügung stelle? Wir wären dankbar dafür. Verrückt, oder? Ach, Tali, du bist super. Welcher Quarianer sonst würde auf die Idee kommen, so zu handeln und sich mit einem Geth zu versöhnen? Wahrscheinlich keiner. Und deswegen ist mir Tali auch so sympathisch. Obwohl sie so eine unglaubliche Loyalität gegenüber ihrem Volk hat, hat sie trotzdem noch genug Vernunft, um dann hier so zu reagieren. Und dieser Konflikt Quarianer und Geth, der wird im dritten Teil einen ziemlich extremen Höhepunkt finden. Also das war damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt an der Stelle, was auch damit zu tun hat, dass eben Tali meine erwählte Liebschaft ist. Werden wir dann aber noch sehen, inwiefern sich das da zuspitzt. Also da wird dieser Konflikt noch extrem herausbrechen und da wird nicht bloß der Konflikt zu einem Höhepunkt kommen, also da wird alles so ein bisschen zu einem Ende gebracht, denn diese ganzen Konflikte, die hier unter den ganzen Völkern sich auftun, aber das werden wir dann... Was machst du, Legion? Das werden wir dann dort sehen. Warum dirbt der hier so rum? Shepard? Ich habe Fragen über die Geth. Spezifizieren Sie. Hat die Sovereign die Geth kontaktiert oder haben Sie nach ihr gesucht? Nazara, das, was Sie Sovereign nennen, hat uns ein Signal übermittelt. Genau wie die Geth hörte die alte Maschine die Funksprüche der organischen Wesen ab. Sie wusste von unserem Krieg gegen die Schöpfer. Nazara hat auf der Suche nach Verbündeten über die Jahrtausende viele Spezies kontaktiert. Einige der Geth haben sich der Sovereign angeschlossen, die Heretics. Die Heretics haben ihre Technologie angenommen. Die alten Maschinen haben uns eine Zukunft angeboten. Die Geth werden ihre Zukunft aber selbst erschaffen.
Er sieht keinen Unterschied? Naja, ich weiß ja nicht, ich sehe da schon einen Unterschied, ehrlich gesagt. Welchen Unterschied macht es, auf welche Weise man eine bestimmte Technologie erhält? Technologie ist keine gerade Linie. Viele verschiedene Wege führen zum Ziel. Die Annahme des Weges eines anderen macht einen blind für Alternativen. Nazara, die Sovereign, hat das selbst gesagt. Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale, unserer Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Genau das, und ich glaube, das war im ersten Teil, als die Sovereign das erwähnt hatte. Nicht bloß dieser Punkt, dass die völlige Kontrolle über die ganzen Völker damit vorhanden ist, sondern auch kommt ja noch dazu, dass die Völker bereit sein müssen, also von der Gesellschaft her bereit sein müssen für eine Technologie. Und genau das haben wir auch bei den Kroganern gesehen. Die haben von den Salarianern die Technologie der Atombombe erhalten, bevor sie bereit dafür waren. Und der Grund und die Folge des Ganzen war, dass T'Chanka dann komplett zerbombt wurde und jetzt eigentlich nicht mehr für ein Überleben geeignet ist. Also es sind mehrere Sachen, die es wichtig machen, dass man eine Technologie selbst entdeckt und selbst die Reife erlangt, mit ihr umzugehen letztendlich. Wie haben Sie die Sovereign genannt? Nazara. So haben sich die Programme innerhalb des Reaper selbst bezeichnet. Der Name Sovereign kam von Saren Atarius. Saren und die Heretics betrachten Nazara als obersten Herrscher, als Souverän. Einige der Geth haben sich das Sovereign angeschlossen. Oh, das haben wir schon. Die Heretics. Die Heretics haben... Das machen wir mal weg. Die alten Maschinen haben uns eine Zukunft. Wie haben sie die Sovereign? Saren und die Heretics betrachten Nazara als obersten Herrscher, als Souverän. Die Sovereign war nur ein Schiff. Und Sie behaupten, im Inneren hätten sich mehrere Programme befunden? Ein Schiff, ein Wille, viele Bewusstseine. Wie die Geth. Wir haben Ihre Aufzeichnungen studiert. Die Sovereign hat Ihnen das auf Ilos gesagt. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig, bar jeder Schwächen. Ein Zustand, der die Geth fasziniert. Wir sind auch eine Nation, aber nicht unabhängig. Getrennt zu sein, ist unsere Schwäche. Ja, und im Prinzip waren sie jetzt ja zwei Einheiten, bevor wir quasi wieder für eine Einigkeit gesorgt haben, als wir jetzt gerade das Virus losgelassen haben. Also, die sind sich relativ ähnlich, nur sind die Geth in einem weitaus früheren Entwicklungsstadium und vor allem sind die Geth auch weitaus friedliebender, als dass die Reaper sind. Weil die Reaper, die sind extrem auf Beherrschung aus. Ich weiß gar nicht, ob das so klar wird dann im dritten Teil, warum das im Ursprung eigentlich so geworden ist. Auf jeden Fall werden wir da noch ein bisschen was über die Ursprünge der Reaper erfahren. Aber dazu sage ich jetzt nicht mehr, das werden wir dann dort sehen. Auf jeden Fall ist klar, dass die Geth da irgendwie fasziniert von denen sind, weil das quasi die zumindest technisch optimierte und perfekte Version ihrer selbst ist, wenn man so will, ihrer eigenen Gesellschaft. Ist vielleicht so ähnlich wie Menschen und Asari oder sowas, keine Ahnung, oder Menschen und Proteaner, wenn man so will. Vielleicht könnte man sich das so vorstellen, ich weiß es nicht. Ich bin überrascht, dass ich sprechen kann. Die Geth, die ich bisher bekämpft habe, haben nur irgendwas gestottert. Wir bevorzugen direkten digitalen Transfer. Die Netzwerkkommunikation der Geth erfolgt mit Lichtgeschwindigkeit. Die Hardware der Menschen unterstützt diese Methode nicht. Ihre analoge Kommunikation auf Schallbasis ist ineffizient. Schön formuliert. Haben Geth eine Regierung? Nicht in ihrem Sinne. Wir alle sind Geth. Wir bilden einen Konsens. Das machen die meisten Regierungen. Regierungen organischer Wesen zwingen einen Konsens auf. In Autokratien sogar den einer einzelnen Person. In Demokratien entsteht er durch Kodierung des kleinsten gemeinsamen Nenners aller kursierenden Meinungen. Ja, und dieser kleinste gemeinsame Nenner, der führt halt oft auch zu Ergebnissen, die ziemlich dumm wirken könnten, eventuell. Und das ist auch meistens der Grund, warum man Politiker als ziemlich dumm ansieht, jetzt in der öffentlichen Meinung. Einmal das und dann die andere Tatsache, dass man auf Krampf immer versucht, eine andere Meinung zu haben als die anderen, um sich zu distanzieren, um sein eigenes Profil zu schärfen. Manchmal ist es aber totaler Schwachsinn, was dadurch entsteht, obwohl man eigentlich wieder besseren Wissens handelt und Meinungen verbreitet, wenn man so will. Und was ist bei den Geth anders? Daten werden von allen Geth geteilt. Sämtliche Sichtweisen werden berücksichtigt. Konsens entsteht durch Verbreitung von Daten.
Das dauert bestimmt recht lang. Bei organischen Wesen würde es das. Aber wir kommunizieren mit Lichtgeschwindigkeit. Und im Prinzip ist das, was die haben, die perfekte Regierung, ne? Wenn man es sich so genau überlegt. Also, die ist weitaus besser als eine menschliche Demokratie. Allerdings ist es natürlich auch utopisch. Also das, ich muss mal ganz kurz pausieren, bis gleich. So, da kam mittendrin mal, während ich aufgenommen habe, hier der Paketbote und hat mir endlich meinen Ständer für mein Mikrofon gebracht. Nach 2 Monaten Odyssee hat es endlich geschafft, der Ständer. So, und das heißt, ich kann auch zum allerersten Mal mit Popschutz jetzt arbeiten und das heißt, ich kann näher ans Mikrofon gehen, ohne dass ich übersteuere oder dass Popgeräusche zu hören sind. Und das heißt, ich bin besser zu hören, aber jetzt ist das nicht ein Traum. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt so gut hört in der Aufnahme, aber jetzt habt ihr den direkten Vergleich. Dann könnt ihr mir erstmal sagen, ob das jetzt besser klingt. Ich hoffe doch. So, wo war ich denn? Es ist jetzt schon eine halbe Stunde her, dass ich hier die Aufnahme unterbrechen musste, weil ich gerade ein bisschen basteln musste. Genau, perfekte Regierung. Ja, natürlich ist es utopisch, das für Menschen oder organische Wesen zu betrachten, weil die können sich natürlich nicht mit Lichtgeschwindigkeit unterhalten, können nicht kommunizieren und das heißt, solche Konsense zu finden, Konsense? Ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Konsens ist, zu finden, ist natürlich nur schwer möglich als organisches Wesen, weil man eben limitiert ist in seiner Kommunikationsfähigkeit und die Kommunikation, die Menschen ausüben, durch dieses, durch Gespräche, durch Schriftstücke, die ist sehr fehlerhaft. Also dazu gibt es ja auch sehr schöne Beispiele, wie unglaublich viele Informationen noch verloren gehen, einfach auf diesem kommunikativen Wege, weil man dem anderen nicht alles mitteilen kann, was man im Kopf hat zu einem Thema. Und da kommt es natürlich auch auf die rhetorischen Fertigkeiten an, dann irgendwo, ob man wirklich das ausdrücken kann, was man ausdrücken will, wenn man spricht. So, ich glaube, jetzt hatten wir alles, was wir hier so stehen haben, abgearbeitet. Ne? Ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass ich hier den Popschutz vorm Gesicht habe. Der verdeckt doch ein bisschen die Sicht. Aber gut, was soll's. Ja, das müssten wir jetzt alles abgearbeitet haben. Checken wir mal die Upgrades ab. Von allen anderen Teammitgliedern haben wir soweit die Upgrades schon installiert. Wir müssen jeden verfügbaren Vorteil nutzen, damit diese Mission erfolgreich ist. Gibt es irgendeine Technologie, die die GAF mit uns teilen kann? Gemeinsame Entwicklung innerhalb bestimmter Grenzen ist zulässig. Für den Download relevanter Daten brauchen wir allerdings Zugriff auf Ihr ULG-Kommunikationssystem. Edi, lassen Sie Legion mal eine Minute lang durch die Firewall. In Ordnung, Shepard. Ja, das ist riskant, aber man kann es machen. Gut, checken wir mal die Prototypen. Ja, hier gibt es einiges zu tun. Was ist denn jetzt? Ist das Präzisionsgewehr jetzt das, was jetzt neu dazugekommen ist? Ah ja, Legion erhält ein Antimateriegewehr Widow. Das klingt interessant. Gut, warum nicht? Dass nur Legion benutzen kann, das ist natürlich schade. Aber besser als nix. Okay, damit haben wir Legion jetzt soweit auch abgearbeitet, oder? Ach nee, wir haben ja noch ein bisschen was. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz bei den Gaps schauen. Ich habe Fragen über die Gaps. Spezifizieren Sie. Ach nee, hier gibt's uns nichts mehr. Ich würde gerne etwas anderes fragen. Bereit. So, erzählen Sie mir von den Gaps. Nee, da habe ich doch gerade schon. Ich wollte was über die Heretics eigentlich noch wissen. Moment. Zur Kenntnis genommen. So. Shepard. Aha. Was geschieht jetzt mit den Heretics? Sie werden sich isolieren und ihre vergangenen Entscheidungen neu bewerten. Wie lange wird das dauern? Wir denken mit Lichtgeschwindigkeit. In der Zeit, die Sie für eine Frage brauchen, kann ich meine gesamte Zeit an Bord der Normandie analysieren und bewerten. Wenn Sie zu neuen Erkenntnissen gekommen sind, werden Sie Ihr Versteck verlassen und zu uns zurückkehren. Na gut. Ich würde gern mehr über Sie wissen. Wir bilden gerade einen Konsens. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Okay, also gibt's hier jetzt erstmal nichts Neues mit Legion? Ich muss zurück an die Arbeit. Zur Kenntnis genommen. Das heißt, wir begeben uns mal nach oben und werden mal das nächste Ziel ansteuern. Ich glaube, das, was ich befürchtet habe, was passieren könnte, ist deshalb noch nicht passiert, weil ich noch gar nicht gesagt habe, mach das mal. Aber wir schauen erstmal. Gehen wir mal kurz ins Kampfinformationszentrum und checken das mal aus.